Und herzlich willkommen hier zur 16. Fahrradkommunalkonferenz, veranstaltet durch die diesjährige gastgebende Kommune Aachen. So schön, dass Sie heute alle hier sind. Dass Sie uns Rede und Antwort stehen in dieser Panel-Diskussion. Es geht um die Umsetzung. Es werden jetzt ganz besondere Praxisbeispiele und Projekte aus und für Kommunen gekürt. So, ich verabschiede mich hiermit von den Online-Teilnehmenden. Ich sehe Sie dann morgen 9 Uhr hier im Liebig. Und an Sie alle hier im Raum wünsche ich noch eine ganz, ganz tolle Netzwerkveranstaltung. In diesem Sinne guten Appetit und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zum zweiten Tag auf der 16. Fahrradkommunalkonferenz hier in Aachen. Was dürfen Sie heute erwarten? Es werden ganz verschiedene Formate und hauptsächlich geht es darum, dass Sie Impulse weitergeben von Ihren Kommunen, aber vor allen Dingen auch Impulse für sich mit nach Hause nehmen. Heute, aber auch gestern schon erwähnt, die Fahrradkommunalkonferenz ist eine Konferenz zum Mitmachen, zum Austauschen. Und deshalb freue ich mich jetzt, einen Blick mit Ihnen in die Arbeitsgruppen werfen zu dürfen. Dann habe ich jetzt die große Freude, die Staffelstabübergabe an die gastgebende Kommune 2023 zur 17. Fahrradkommunalkonferenz hier zu begleiten. Wir sehen hier Regensburg. Erst einmal vielen, vielen Dank. Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie bis in einem Jahr dann in Regensburg. Vielen Dank.